Obwohl, mach mal weiter. Räum mich. Ja, was hast du denn für ein Elwe alarmiert? Jau, ist klar. Du bist aber auch leicht witzig unterwegs mit einer DLK komplett mittig aufbauen, ganze Kreuzung dicht machen. Alter, das ist echt ein richtiger Klopper, Alter. Gut, 111.1.1 meldet schweren Verkehrsunfall auf großer Kreuzung. 7 beteiligte PKWs, davon mindestens 3 in Vollbrand, mehrere verletzte, Erhöhung auf Mann 5. Jawohl, Mann 5 ist verstanden. RTW, NEF ebenfalls auch von außerhalb kommen. Pol hat Eintreffen, übernimmt Absperrmaßnahmen. Erstes HLF zur Brandbekämpfung vor. Da kommt übrigens jetzt sogar der große übergeordnete ELW. Okay. Ah, ich mach Vollsperrung, ist mir egal. So, wie sieht's beim B2 aus? Was brauchst du? Ich schick dir noch einen LF beim B2 hinterher. Sehr gern, Unterstützer-HLF benötigt. Erste Lagemeldung, 2-HLF-1, Brand bestätigt. Ja, verstanden. Ich lasse dir mal noch eins von außerhalb anfahren, das braucht halt ein bisschen. Aber besser als nix, ne? Das ist richtig. Es gibt jetzt eine neue Funktion, ich weiß nicht, ob du die schon kennst, und zwar, dass man die Anzeige von dem Feuerbalken ausstellen kann. Habe ich für mich mal gemacht, weil ich die ganz... Das kannst du nur im Hauptmenü leider machen. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Also wenn du dann nächste Runde nochmal anfängst, dann kannst du ja da auf jeden Fall... Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du anfangen könntest, da beim VU zu löschen. Ja, ich arbeite dran. Oder du parkst deine Fahrzeuge ein kleines bisschen weg, dann mach ich hier Arbeit und du kümmerst dich um den Brand. So, Pol, mach mal weiter, räum mich. Ja, was hast du denn für ein Elwe alarmiert? Jau, ist klar. Ist klar. Kannst du mal den LKW dann auf die andere Seite stellen? Der bleibt jetzt da. So, Erkundung läuft. Wir machen hinter der Drehleiter, fangen wir an mit Patienten, jo. Verletzten. Feuer aus, technische Rettung wird vorgenommen. Jo. So, habe ich noch irgendwo hier einen frei? Ich schneide dir die raus, auch. Du kannst die dann... Ja, dann, genau, dann schneid du die raus und dann kannst du, wenn fast alle rausgeschnitten sind, dann kannst du einfach deinen Arsch zum Brand 2 bewegen, weißt du? Ja, ja, ich bin... Das kriegen wir parallel hin. Ja. Weitere Lagemeldung, ich B2, Brand, Einfamilienhaus, Lage unter Kontrolle. Was, unter Kontrolle? Ja, ja, brennt noch, es war ein Gebäude, aber keine Ausweitung, alles safe. Okay. Sag mir mal, wenn meine LFs dort sind. Du bist aber auch leicht witzig unterwegs mit einer DLK komplett mittig aufbauen, ganze Kreuzung dicht machen. Ja, logisch. So. Hey, ich mach mal hier ein bisschen Licht. RD-Wache 1 habe ich da frei. Ich könnte dir Notarzt und 2 RDWs anbieten. Ich glaube, das passt erstmal gerade. Ich mache mit meinem Doc dann erstmal Sichtung. Ja, okay, ja, du hast auf jeden Fall deutlich Zeug hier stehen. Passt. Sichtung abgeschlossen.
2, 4, 6, 8, 10 Verletzte. Ja, das ist so verstanden. Ich kümmere mich drum. So verstanden. Mal eine Zeugenbefragung da vorne. Deine beiden Unterstützer Harlefs sind beim B2 eingetroffen, aber ich glaube, die werden nicht mehr benötigt. Nachlöscharbeiten laufen. Ja, verstanden. Jetzt sagt er voreilig, ist voll unter Kontrolle und gleich weitet sich weiter aus, oder was? Das ist der Nachteil, wenn man dann wieder die Balken ausschaltet. Man weiß nicht, wie lange es noch braucht, aber ich denke mal, es sieht gut aus. Okay. Ich schneide okay. Die raus, kannst du die dann zur Seite bewegen? Ja, ich bewege die zur Seite. Okay. So, wie viele Notärzte, was hast du an medizinischem Equipment vor Ort? Erstmal genug für Sichtung und Behandlung, um Abtransport kümmere ich mich später, das ist jetzt erstmal nicht Priorität. Ja, aber ich sag mal, hast du irgendeine Zahl mit ich sag mal... Ja, ich hab grad genug, also... ja. Sorry, ich hab mehr als genug, also es sind wahrscheinlich 7 RTWs, irgendwie so. Ja, gut, ich wollte eigentlich eine Zahl haben, wie viele Notärzte und so, aber egal. 4 Notärzte. 4 Notärzte, ja gut, das ist ausreichend. Ja, dann kümmert du dich lieber um den... B2, Einheitsstelle beendet, dein 25 MLF 10-1 bei ehemals B2 kann heimfahren. Verstanden. Machst du den VU? Ja, wir rollen direkt durch. Kurz auf der Kreuzung dein 21 RW1. Der könnte mal bitte den Lichtmast aufbauen. Ja. Wäre ich ihm sehr verbunden. Dann verbinde ich mir mal die Augen. Ah, der muss da durch, okay. Willst du den AB Manf aufbauen oder bleibt er da stehen? Der bleibt gerade erstmal da stehen. Boah, ist aber auch ein geiles Ding hier, diese Einsatzleitung hier vorne. Alter, das ist echt ein richtiger Klopper, Alter. So. Ja, weitere Lagemeldung. Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung, Manch bestätigt, 10 verletzte Personen, mehrere Patienten, Kategorie Gelb sowie Rot, Kräfte vor Ort ausreichend. Jo, das ist so korrekt. So, hier, du wirst weggezogen, du wirst weggezogen, du wirst auch weggezogen und du auch. Frage, jetzt noch irgendjemand eingeklemmt? Nee, ne? Meines Wissens nicht, aber guck noch mal lieber. Okay, dann wird jetzt gerade alles versorgt. Wir müssen aber leider einen Toten beklagen. Was? Also doch. Mann. Du hast gesagt, du hast... Ich guck mal, ich zähl mal kurz durch. Du hast 4 RTWs vor Ort. Es sind ein NRW. Ich weiß, es sind gerade noch zwei sind auf jeden Fall auf Anfahrt. Auch das noch, aber ich sehe nicht mal die Parkposition für die, deshalb wundere ich mich. Ja, egal. Ich krieg das. Mach den Fußgänger vor, ich krieg das irgendwie hin und das ist ja einfach nur eine Frage der Zeit jetzt noch. Ja, macht ja nichts. Ich kann nur noch 2 RTWs schicken, ist alles easy. Ja, dann schicken wir mal 2. Alles d'accord hier. Wollte ich dann noch ein? Ja. Bisschen was muss noch stehen bleiben. Magst du mal kurz drüber gucken, ob vorne alle weggezogen sind? Ja, ich bin gerade dabei. Ich würde sagen sogar, wir können schon Kräftereduzierung durchführen. Technische Rettung ist beendet. Ja. Hast du überhaupt einen LNA da gehabt? Nee, aber 4 Notärzte.
Weil du gesagt hast, dass du Manf alles aluminierst, genau, alarmierst. Habe ich jetzt deswegen nichts LNA-mäßiges hingeschickt. Der war gerade überörtlich im Einsatz. Ja gut, ich hätte einen verfügbar gehabt, rein theoretisch, aber ich dachte, du hättest auch schon alles gehabt. Frage, wie sieht's aus? Könnte potenziell ein Heli fliegen für innere Blutung, Polytrauma? Warte mal, ich glaube, ich muss mir ein Fahrrad aufbauen, kann das sein? Beweis untersuchen, Unfallstelle reinigen, ja, das auch. Einsalve 2, Einsatzende. Abschlepper gerufen. Ach ja, genau, und ich glaube, stimmt, Abschlepper muss man jetzt auch einzeln bestellen. Und Bestatter wurden auch reduziert. Also du musst die jetzt unter Sonstiges per Hand alarmieren als wie so ein Elef. Ich kümmere mich mal mit meinem Rüstwagen noch in die Ölspur. Ja, das klingt am Plan. Oh, warte mal, Kanal dicht gewesen? Ne, warte mal, hier folgt Ölbindemittel. Ich hab doch gesagt, ich mach das. Ja, ja. Nun packst du das jetzt auch aus. Warum nicht? Ich helfe gerne. Da ist die Straße dicht, da auch. So, erster Patient auf dem Weg ins Krankenhaus. Sehr schön. Und der zweite gleich auf. Ah, hier ist der schöne Langenfelder RTW mit bei. Richtig cool. Boah, du hast die aber auch teilweise geparkt, ne? Ja, ich habe die jetzt extra so vorgezogen, dass sie einfach nur kurz einladen. Oh, da ist sogar ein Heli. Brauchst du eine Zone noch? Ja, ne? Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Hast du, kriegst du, weil einen können wir auf jeden, irgendeinen davon können wir auf jeden Fall fliegen. Was ist denn das Verletzungsmuster von denen? Oh, innere Blutung hat einer. Poli. Oh, zwei innere Blutungen. Ah, halt, stopp, ich habe eine Hirnblutung. Ja. Ja, ich pack den in meinen RTW, kannst du den da rausnehmen. Achso, du hast mir da, achso, du hast mir da hinten eine Landzone gemacht. Ja, genau, der eine ist sogar. Wird zum RTW gebracht und dann. Ein Luxus. Das heißt, dann hast du noch ein RTW. Ich habe hier hinten noch einen stehen. Meine Feuerwehr packt schon mal zusammen. Ja. Dann ziehe ich mal noch ein RTW nach. Da liegt noch ein Ölflecken auf der Straße, glaube ich. Jo, mach ich sofort. Das da, perfekt. Machst du schon mal Abschlepper und wie sieht's bei deinem VU-Fußgänger aus? Ja, der VU ist ganz entspannt, der läuft. Könntest du auch nochmal zwei Abschlepper alarmieren? Wie mache ich das? Wie gesagt, unter Sonstiges ganz normal dann. Ich so, Schwientech Dingsbums. Ja, die Dingsbums da. Hier der RTW mit Notarzt-Symbol, da kannst du Patienten rausnehmen. Jawohl. So, dann fährt mein RW und mein Harlef schon mal heim, dass ich da wieder was im Stall habe. Ein Patient. Ich nehme einmal in der Blutung mit dem ITW auf. Ich schicke meinen 2LW31 schicke ich nach Hause, der wird ja nicht mehr benötigt. Genau wie den Abfallbehälter Mann. Bitte? Wie kommst du denn darauf, dass dein LW3 nicht mehr benötigt wird? So, der Fußgänger wird auch abgearbeitet. Ja, ich habe das Gefühl, hier ist ein bisschen Chaos.
da das NEF praktisch da drüben. Patient aus meinem LW befreit. Hast du noch genügend dort? Oder, also genügend RTWs, oder muss ich einen aufnehmen? Fährt gerade. Da ist sogar noch einer angekommen. Plus, der Heli sollte, der Heli kann jetzt starten. Also, sollte reichen, ja. Warum nicht da einer, der es noch nicht behandelt? Achso, wie ist ein Bestatter? Der funktioniert genauso über das Menü. Ja gut, den hast du, aber den müsstest du einmal. Nach Bestatter. Auch das noch. Auch das noch. Gut, RTH ist wieder raus, ne? RTH ist wieder, jawohl. Gut, der ist raus. Und den letzten Patienten sag ich noch auf. Super. Und der eine ist da leider verstorben. So, die Ölspuren sind beseitigt. Das eine NNF packt am Rand. Perfekt. So, damit mal Verkehr umleiten. Zusehen und wieder die Spuren freigeben. Ja, am besten, wenn möglich. Mit dem Harlef ein bisschen Platz machen. Ich brauche eine Notarztbegleitung für den 1 RTW3 in Verkreuzung. Dein 2F1 steht da noch. Ja, das 2F1 steht extra auf dem Bürgersteig gerade. Ja, dann hätte ich gerne eine Begleitung. Ja. Ich fahre auch zu dir. Ach, da sind die Kollegen. Das erklärt's. Der 1 RDW3 kann fahren. Ja, bestätigt. Ruhestörung. Die ist bei dir unten. Oder habe ich die auch, die Polen? Gehen Sie näher an. So, den Rüstwagen pack ich weg. Das Harlef bleibt gerade noch kurz da. Kannst du die machen? Ich habe nur die Bundespolizei. Ich habe eine erhöhte Anfahrt. Ja, du hast aber unten die 4 von der Bundespolizei. Bei mir würde rechts von der Autobahnpolizei kommen, von der 3. Oder Polizeipräsidium, SEK oder B-Pol. Egal, dauert halt 100 Jahre. Du hast noch einen. Dein 4 RTW 2 hinten, der Notarzt ist zugestiegen. Ja, ich kann nicht in 5 Einsätzen gleichzeitig sein. So. Du machst da anscheinend den Rest, dann fahre ich da wieder heim. Du hast noch 2 Abschlepper, die dürfen einmal aufnehmen. Ja, mach die doch gerade. Stress mich nicht. Ich? Dich stressen? Quatsch. Das bildest du dir nur ein. Yes, Einbildung ist auch eine Bildung. Exakt. Und Ruhestörung? Ja. Ah, ja, Charlie, ich dachte, kämpfst du... Ich will wissen, wie lange die dauert. Die braucht aber noch einen kleinen Moment. Da war doch das Ding-Dong.